Hallöchen, Freunde, und willkommen zu einer weiteren Folge von Truth, die Open Beta. Wieder mit dabei der Schilling. Hallo. Hallöchen, und er hatte eine Ankündigung. Kannst du mal erzählen, dass du angekündigt hattest? Ja, ich habe auf YouTube unter dem Video und auf Twitter werde ich es dann auch noch schreiben, vielleicht nach der Folge, angekündigt, dass wir wieder zocken, weil wir so oft gefragt wurden, wann zockt ihr mal, wann nehmt ihr auf? Und wir bekommen jetzt am laufenden Band Freundschaftsanfragen. Ja, der Good Boy hat schon Hi geschrieben, aber ich weiß nicht ganz genau. Achso, der ist direkt vor mir. Ich hab ihn gar nicht gesehen. Der ist direkt neben mir. Ich join dir jetzt einfach mal. Du bist auf dem Turm oben, oder wo? Genau. Ich habe mich hier etwas hochgeboxt. Ganz oben. Ganz oben. Mal schauen. Kommst du aber nicht hin. Du kommst da aber nicht hin. Achso, das meinst du? Nein, nicht dieser Turm mit den Portalen, oder wo? Nee, der rote. Der gegenüber. Hier. Oh, ich sehe dich. Okay, ich komm trotzdem runter. Du kleiner Hüpffrosch, ja gut. Juhu! Also und dort steht der andere Typ, der dich geadet hat, oder wie? Genau, da stand ein Good Boy. Ich glaube, was hast du für eine hässliche Frisur? Ich sagte ja, ich möchte die Frisur ändern. Okay. Ja, und ich würde sagen, bevor wir hier... Wir können an dem Bike quatschen, wa? Während wir hier gleich irgendwo hinlaufen. Ich weiß noch nicht, wo wir hinlaufen wollen, aber... Wir müssen sowieso ins Portal, oder? Dann gehen wir mal ins Portal. Ey, die haben die Lava weggemacht, jetzt haben sie Wasser hier hingemacht. Da sind wohl zu viele Leute gestorben. Ach so, die ganzen Kürbisköpfe sind ja weg, genau. Ja, Halloween-Event ist vorbei, jetzt ist Open Beta und jetzt geht's los. Stimmt. Ich bin schon oben, ne? Ich warte schon. Immer noch. Ja, wohin gehen wir jetzt? In welches? Das ist für 8 und 9, wir sind schon auf Stufe 8, also eins höher. Ja, logisch. Muss ja sein. Macht ja keinen Spaß. Aber dann bekommen wir wieder Items, die wir nicht tragen können. Egal. Ja, das ist ja das Gute. Wir können uns dann schon mal freuen. Ach du Scheiße, sind sie viele. Ich würde gerne. Wo bist du? Ach, da bist du. Nee, wo bist du? Ah doch, da bist du, der komische Typ hier. Der hässliche da. Genau. Ich würde mal gerne zu deinem Haus gehen. Okay. Hey, hello to YouTube and the True Forums, sagt einer im Global. Project Default. Oh, seh bei mir jetzt ist. Okay. Nicht. Ich auch nicht. Wir bräuchten mal ein Häuschen. Ich würde gerne mal ganz kurz zu dir. Oder, weiß nicht, zu mir können wir auch gehen. Nein, Dragonit, das möchte mich adden. Wo bist du? Da bist aber ich muss sagen, da ist jetzt echt einiges los. Auf jeden Fall. Vor allem in der, ja gut, das ist die 10er-Welt. Ich weiß nicht, wie viele von ihr vorher schon waren. Wir waren ja vorher nicht in dieser 10er-Welt gewesen. Da ist ein Häuschen hier hinten. Schnell. Willst du meines oder? Ach so, okay. Egal. Eigentlich brauche ich nur Workbench, aber falls wir Tränke aufladen wollen, dann kann man das machen. Wir wollten nämlich, die hast du jetzt genauso wie ich diesen neuen 8er-Items, ne? Und die kannst du jetzt auch forgen, also verbessern. Und das wollte ich eigentlich mal machen in dieser Folge. Flux brauchen wir, das habe ich irgendwo in meiner Kiste drin, ne? Ach so, genau, Flux bekommt man ja beim Einschmelzen. Genau, wo hast du denn? Ach, hier ist die Personal Chest. Dann nehme ich mir mal gleich meine 206 Flux mit. Und dann können wir gleich mal upgraden. Das wollte ich eigentlich letztes Mal schon machen. Ist mir dann aufgefallen, ey, wir haben ja noch einige Items noch gar nicht geupgradet gehabt. So, da habe ich den mit C. Kannst du das so ablegen, ne? Das können wir mal machen. Oh, wieso stehen hier so viele Leute? Sind das alle die... der Flo, Good Boy? Ich weiß es nicht. Sieht so aus, als würden die uns kennen. So, da unten muss ich das reinziehen, ne? Hä? Wo muss ich das Item reinziehen? Ich kann das gar nicht. Mach einfach mal Rechtsklick, Moment. Wenn ich Rechtsklick mache, dann rüste ich das aus. Nee, mach ich gar nichts damit. Doch, also mit Rechtsklick kommt es bei mir da links ins Fenster rein. Bei Forge? Genau, da wo du stehst, in der Mitte. Bei mir nicht. Ach so, machst du es über das Charaktermenü oder übers Inventar? Inventar. Seltsam, bei mir geht das. Sehr komisch. Wie unfair. Kann ich vielleicht deine Forge gar nicht... Aber ich kann auch deine Truhe benutzen, also theoretisch muss ich auch die Forge benutzen können. Ach so, du meinst, weil das mein Gebäude ist. Nee, ja, konnte ich ja sowieso. Ich meine ja, aber das glaube ich nicht, weil, wie gesagt, ich konnte auch die Personal Chest benutzen. Ich werde mal vielleicht von meinem Mount runtergehen, vielleicht geht's ja dann, aber du bist ja auch nicht da gewesen. Ah, jetzt geht's. Okay, du kannst auf dem Mount gar nicht machen. Du kannst es auf dem Pferd nicht machen. Nö, warte mal, ich glaube einfach, es gibt gerade krasse Lags irgendwie. Weil ich kann jetzt die Forge nicht öffnen. 207er Ping. Okay. Ich weiß nicht, auf welche Stufe upgradest du? Auf 4? Ich würde sagen, auf 4 upgrade ich mal alle Items. Auf 4, wie teuer ist das mal? Moment, ich mach auch. Ah, nicht ganz so teuer. Aber es bringt halt ein bisschen was, ne? Health Regeneration und alles dazu ist schon nicht schlecht. Huch, jetzt habe ich ein bisschen zu viel. Das wird ziemlich teuer, ja.
Okay, vieles habe ich auf 5, eins habe ich noch auf 4. Das ist ja schade. Ich habe ja jetzt. Wo sehe ich das denn? Moment. Bei dem Item, bei Forged, steht dann unter dem Required Level. Ach so, ah, hier. Ich habe das jetzt plus 6, die Waffe. Oh, ich habe erstmal ordentlich wieder Leben verloren gehabt, weil ich die abgelegt hatte, die Items. Warum sind hier bitte zu viele Leute? Team Burger King. Alter! Ich hab doch gesagt, du hast gesagt 3 Leute. Ja, ich dachte so 3 Leute werden kommen. Ja gut. Die haben alle schon so fette Titel, der ganze Bildschirm voll mit Namen und keine Ahnung was. Ja, dann würde ich sagen, ne? Auf geht's. Also ich habe jetzt eine schöne Waffe. Wo gehen wir hin? Ich würde sagen, wir gehen, wo haben wir denn, ich versuche gerade rauszuscrollen aus der Map, aber es geht gar nicht. Gehen wir Richtung Norden, in das dunkelgrüne Gebiet. Norden, dunkelgrün, jo, da... Hinter mir, lauf mir hinterher. Sieht ziemlich leer aus, machen wir. Was ich eigentlich machen wollte mit dem Forge, das wollte ich eigentlich vorhin noch sagen, du kannst nämlich jumpen, du kannst deine Jump-Anzahl erhöhen durch diese Forge-Items. Heißt also, ach, das habe ich gelesen, das habe ich gelesen. Genau. Das heißt, aber ich habe es nicht ausprobiert, heißt das, man kann dann 3 Sprünge oder 2 oder... 12 und so weiter, du kannst unglaublich viele Sprünge später machen. Alter! Deswegen wollte ich das eigentlich, oder ich weiß gar nicht, ob es 12 waren, aber es ist eine ganze, ganze Menge. Du kannst dann, zumindest kannst du dann auch eine ganze, ganze Menge jumpen. Juhu! Krass. Oh, ich habe einen Warp-Seed bekommen. Ja, die machen netterweise schon alles kaputt, so wie es ausschaut. Dreh mal die Kamera zurück. Ich finde, das sieht ziemlich cool aus, wie hier 3, 4, 5 Leute hinter uns herreiten. Ich guck schon die ganze Zeit, und das ist die nächste. Also, irgendwelche Randoms. Ja, dann sind wir gleich bei Gebieten, wo sonst noch keiner war. Sieht wohl so aus, yo. Wir waren ja bisher immer 8 bis 9, das heißt, hier müsste es vielleicht auch neue Bosse und so geben. Na, das hoffe ich doch mal. Falls einer eine Potion bräuchte, da hätte man noch so ein Wohngebäude. Aber das ist jetzt egal. Ich hoffe einfach mal, hier kommen wir gleich in den Dungeon. Alter, wie viel, guck mal, wenn der M drückst, was für eine Spur wir an den Spielern hinterherziehen. Holy shit. Guck mal, das ist ein Spalt. Community Power, würde ich mal sagen. Das sieht interessant aus. Ach nee, da könnte es auf jeden Fall. Bist du jetzt. Ach so, okay. Nein. Ja, aber ich warte mal, die vielleicht. Leute wieder mal trauen. Denkst du, da ist was drin? Ich weiß nicht. Wir waren jetzt schon ziemlich lange ohne Dungeon. Ja, hier ist einer. Okay. Würde ich sagen. Oder ist das ein Spielerhaus? Ich. Glaube ich nicht. Oh Mann, wie kommt ihr da alle? Der hat 10 Sprünge, der Typ vor mir. Ich muss mich hier raufbauen. Ich hasse euch alle. Die sind gerade irgendwie drinne. Ach so. Oh, geil. Oh, das ist, glaube ich, wirklich ein Dungeon. Forever alone, Mann. Ich warte auf dich, kein Ding. Dankeschön. Sag, du kannst halt super schon zweimal in die Luft machen, so kommst du noch höher. Ja, das habe ich gemerkt, Flolo. Aber die Energie ist teilweise wirklich knapp. Konnte ich nur knapp machen. Bist du jetzt in dieser Sonnenblume, oder? Sonnenblume, ja. Wenn das eine Sonnenblume war, ich bin runter in den Keller gelaufen. Ach so, hier, ich sehe dich. Siehst du mich? Ja, hier bist du. Ja, hier bin ich. Go, go. Dann mal rein, bevor die anderen alles wegschnappen. Eben. Oh, fallen. Na, ich weiß. Du bist reingelaufen. Ja, wie immer. Hier ist eine Jumping-Plattform. Juhu. Ich sehe nichts. Ich auch nicht. Ah, hier hinten geht's hoch. Glaube ich, oder? Huh? Oder auch nicht. Ich glaube, das ist gar kein Dungeon, das ist einfach nur disconnected vom Game. Mann, ich auch. Okay, bei mir ist es abgestürzt, das Spiel. Die Aufnahme auch. So, liebe Freunde, weiter geht's. Gerade habt ihr den Server-Wartungsbildschirm gesehen gehabt und jetzt geht's natürlich weiter, nachdem die Server-Wartung vorbei ist. Wieder dabei natürlich der Schilling. Jo. Der Spieletrend. Und ihr seht ein paar Leute. Das sind die Stalker von gegenüber. Die sind jetzt dabei. Ja, die zocken jetzt mit. Oh Mann. Okay, ich würde sagen, ich gehe voraus, wa? Wo bist du nochmal? Warte. Ich laufe. Mich siehst du dann gleich. Ah, okay, da bist du. Ah, die laufen die alle da. Ich brauche gar nicht sagen, alle mir hinterher. Die laufen dir dann schon hinterher. Ja, du hast auch hier 3 Begleiter. Ich habe auch ganz, ganz viele Begleiter. Die meint noch irgendwas von, ob wir SA gehen. Das ist so Shadow. Irgendwas. Shadow Arena. Shadow Arena. Ich weiß nicht ganz genau, was das ist. Also, ich glaube, das ist ziemlich schwer. Deswegen werden wir es noch nicht tun, weil wir noch gar nicht das Equipment dafür haben. Aber wir sind 25 Leute in etwa. Aber ich weiß ja nicht, wie dunkel das hier auf einmal ist, wie nebelig. Und genau, eine Sache hast du verpasst. Vorhin noch, ich war schon 5 Minuten früher online, hat einer geschrieben, wenn du N drückst im Shop, gibt es für 100 von diesen goldenen Coins so ein Bundle, ein Special, mit einem neuen Reittier. N?
unter Bundles. Das könnten wir auch mal kaufen. Könnte man tun, allerdings, ja. Ich gönne mir das auch, glaube ich, jetzt. Oh, hier ist ein Hero. Hier. Was war das? Oh. Weil ich das gekauft habe, habe ich irgendwas freigespielt. So Mastery. Au. Ich habe... Oh, die hat anscheinend immer direkt den Helden gekillt. Das ist ja langweilig, wenn die alles machen und wir gar nichts machen können. Wir rocken hier durch jetzt. Das geht so richtig schnell. Das ist ja langweilig. Wir können doch nichts machen. Nö, doch. Das nennt man Community Power. Das ist mal was Cooles. Das finde ich nämlich so traurig an Singleplayer-Let's Plays. Da kannst du die Zuseher nicht einbinden, nichts gemeinsam machen. Und hier, wie cool ist das denn? Dreh mal die Kamera zurück. Wie gut ist das denn? Ja, das ist echt cool. Jetzt habe ich den nächsten... What the fuck ist das? Ziemlich cool. Ein Spielerhaus, cool. War? Ein Spielerhaus, oder? Ach so. Oder? Ich würde sagen, nee, der ist ja reingekommen. Das ist kein Spielerhaus. Echt? Auf geht's, andere Seite rein. Die haben sich schon freigeschaufelt hier drüben. Einfach durchbohren. Reingesprengt haben die sich sozusagen. Wow, wie geil. Hier geht's weit nach oben. Also wenn das ein Spielerhaus wäre, nee, dann fände ich das ziemlich krass. Sonst hätte man sich kaputt machen können. Da also kann man nicht kaputt machen. Hier sind Monster. Stimmt, ja. Hier sind kleine Eisgolems. Süß. Hier sind richtig viele Golems. Die Leute sollen wir die alle killen, dann kriegen wir richtig Erfahrung. Ja, stimmt, wir bekommen ja alle alles. Hier geht's los jetzt. Fight, fight, fight. Ah ne, oder? Ah ne, da hinten ist das Dungeon. Müssen wir ins Portal? Ja. Schnell rein. Bevor sie alles weggemacht haben. Draco-Lichtlo. Bin ich nicht rein? Oder müssen wir jetzt runter? Ach nein, nochmal, komm nochmal. Oh, da ist er schon. Bist schnell, du wenn du ihn noch sehen möchtest. Ja, nochmal rein. Okay, ich bin da. Wo ist er? Dahin. Tot. Wow, super, ich hab nichts mitbekommen. Egal. Ja, geht schnell. Ja. Ich habe jetzt übrigens auch so ein Teil gebaut, womit wir die Items in die Collection ziehen können. Okay, und wie geht es? Oh, hier ist ein Schädel gewesen. Das müssen wir bei meinem Haus dann machen. Okay. Wie schnell hier alles umfällt. Ja. So. Auf geht's, alles kaputt machen. Ich will mehr von diesen Lucky Coins da haben. Was haben wir hier? Achso, das ist ein Feuerspeier. Irgendwo muss die Kiste sein, oder? Ja. Hab's hier eine Kiste? Steht die nicht immer in der Mitte nach dem... Au. Was zur Hölle? Da hat irgendjemand was in die Luft gesprengt. Okay, dann... Wir laufen weiter, in die Richtung. Ich spreng mich von hier oben nach unten. Auf zum nächsten Dungeon. Auf jeden Fall. Bin unterwegs. Ich mach hier auch mal ein Loch rein. Oh. Ah ja, der Fallschaden ist hier gar nicht so krass. Uhu! Das geht in Ordnung. Oh, was haben wir hier? Hier haben wir so einen komischen... Hier, siehst du das hier? Warte, ich kann deinen Namen auf der Karte gar nicht mehr sehen. Etwas... sieht cool aus, so ein Kristall... da ist sogar noch einer. Noch so ein Kristalltower. Süden, okay. Auf da rein. Hier rein. Bist du da runter? Nee, hier in diesem Tower. Ah, okay. In den nächsten Tower. Das ist praktisch genau dasselbe wie eben. Genau, ich weiß nicht, ob hier Gegner sind jetzt, aber es sieht nicht so aus. Oh doch, hier sind Gegner. Kommt dann oben noch diese Nachricht von der Daily? Wie, was? Rechts oben. Slayer irgendwas. Noch nicht, aber ich glaube, das kam gerade auch nicht, oder? Kann das sein? Guck gerade mal, ob ein Portal obwohl, ist. Nein, da müsste ja ein X sein, wenn das schon hier erledigt ist. Ja. Au, ich werde beschossen. Schnell rein. Oder? Ja, rein, go. Okay, nochmal. Das ist so ein Fake-Portal, das erste Mal. Bist du jetzt nochmal rein? Ja, aber ich bin nicht drin. Ah, okay. Down. Der Boss ist down, schade. Theoretisch könnte man hier hochlaufen, ich weiß auch nicht, ob das was bringt. Oh, hier sind Skelette noch. Ach so, Moment, ich komme zurück. Hier geht's doch weiter nach oben, hier geht's doch weiter was? Nach oben. Was? Was sind das für krasse Portale? Je öfter man durchgeht, desto... Ja, krass. Da gibt's hier eine ganze Menge Monster. Ah, hier bist du. Hi. Aber da passiert oben nichts. Ich komme von oben nämlich. So. Ich bin nochmal durchs Portal. Ach so. So. Jo, das war's hier. Cool. Schade. Na gut, dann... Oh, ich bin fast tot. Wäre fast gebrutzelt worden. Ja, die fallen hier... Wir sind ja in der... Über 10, oder wie heißt das? U10? Genau. Ach, scheiße. Jetzt habe ich... Ich klicke zu oft Okay, lass mal raus, wa? Wieder Richtung... Da, in diese Richtung, wo ich hier gerade gleich reinschieße. Also Bam. Von hier... Boah, die... Was?
Ich hüpfe einfach nach. Wieso? Ach so, wie krass ist das denn? Nur 500 Schaden. Nur 500? Ja, von 1500. Weiter Norden, östlich. Östlich, gut. Aber wir müssen ganz kurz eine Pause machen, weil die 15 Minuten sind erreicht. Ach stimmt, ja, wir cutten ja. Stimmt. Deswegen, ja, vielen Dank fürs Zuschauen, Leute, und bis zur nächsten Folge von Truth. Hier, die kleine Armee kommt angerascht. Bis Tschüss. Dann.